Panayota Petridou, mit diesen Aussagen macht sie sich keine Freunde. Schneller als die Polizei erlaubt. Das hätte Autohändlerin Panayota Petridou auch gerne weiterhin in Deutschland. Jetzt äußerte sie sich zum Thema Tempolimit und vertritt eine sehr festgefahrene Meinung. Sie muss schnell fahren. Autoliebhaberin Panayota Petridou ist bekannt geworden, weil sie so ein kluges Händchen für Autos und ihren Verkauf hat. Vor allem beim Thema Tempolimit hat sie eine ganz starke Meinung. Ohne viel Tempo würde Autofahren keinen Spaß machen. Bekannt wurde die Autofanatikerin Panayota Petridou durch ihre eigene Vox-Sendung Biete Rostlaube, Suche Traumauto. In dieser sucht sie nach Altautos, um diese zu schicken, neuen Schlitten aufzupolieren. Das gibt immer einen satten Gewinn. Autos sind die größte Leidenschaft der schlagfertigen Autohändlerin. Deshalb arbeitet die 44-Jährige neben ihrer erfolgreichen TV-Show auch noch in dem Autohaus, bei dem sie vor 16 Jahren angefangen hat, Autos zu verkaufen. Autos sind ihr Hobby, deshalb kommen diese im privaten Haushalt auch nicht zu kurz. Mein Mann ist auch Autoverkäufer und auch autoaffin, und da gibt es natürlich viele Diskussionen. Und wir haben was Altes, was Schnelles, was Nützliches und was? Was Umweltfreundliches, wir haben Elektroautos, wir haben Hybridautos, ja, so die Moderatorin über ihre zahlreichen Familienautos. Zu einer Debatte steht die Autoliebhaberin jedoch kritisch, Tempolimit. Also wir leben ja vom Tempo als Autoverkäufer. Und wir bauen so schöne Autos in Deutschland, da bin ich noch sehr, sehr lange dafür, dass ich gerne auch schnell fahre, sagte Petridou voller Überzeugung. Im Interview mit der WAZ spekulierte sie sogar, dass die hohe Zahl an Verkehrstoten in Deutschland nicht an dem hohen Fahrtempo der Menschen liege. Ich bin absolut gegen ein Tempolimit. Wir haben auf den Autobahnen ja nicht so viele Verkehrstote, weil wir schnell fahren, sondern weil die Leute abgelenkt sind. Da sollte man eher das Rauchen im Auto verbieten oder Handygebrauch strenger bestrafen, als dass man uns das Tempo nimmt, so die gebürtige Solingerin.